Seine Augen verraten ihn. Sagten die Templer, wozu sie den Weisen brauchen? Sie füllten etwas von seinem Blut in ein Glasgefäß. So wie dieses hier? Ei. Sie wollten ihn auch wegen des Observatoriums befragen, doch er entkam. Wir sind fertig hier. Tschüss. Okay. Das war ja gar keine schwierige Mission, außer dass ich 3-4 Mal gefailt bin, weil ich irgendwie so blöd war, ne? Warte mal. Ich bin gerade ein bisschen behindert. Merkt man, oder? Fortsetzen. Dann geht's weiter mit der vollen Ladung Action. Sorry, wollte ich nicht. diese Woche. Was zum Teufel war das da hinten? Jim! Schweig! Die Statue in diesem Tempel. War das der Mann, den ihr in Havanna saht? Aus dem Gesicht geschnitten. Dann wurde ein weiterer Weiser gefunden. Der Wettlauf um das Observatorium beginnt von Neuem. Flüstern wir deshalb? Das ist nur eure Schuld, Captain Canway. Die Karten, die ihr den Templern verkauft habt, flüchten sie direkt zu uns. Und nun wissen die Agenten zweier Reiche, wo genau wir operieren. Überlass das mir, Mentor. Sie haben auch Edwards Crew gefangen. Ich frage mich, was ihm ihre Leben wert sind. Nimm dies. Erregt keine Aufmerksamkeit und kostet weniger Leben. Ja, ich kann den Sonnen abspucken. Oh. Blasrohr. Okay. Das Blasrohr ist eine aktive. Ja. Das Blasrohr ist eine effektive, lautlose Fernwaffe, die mit Schlaf- oder Berserkerfeuer ausgerüstet werden kann. Sie können die Pfeile in Gemischwarenläden kaufen oder aus ihrem Inventar herstellen. Schlafpfeile versetzen ihre Gegner für einen Augenblick in Schlaf. Rüsten sie mit dem Steuerkreuz, mit links oder rechts, zielen sie mit LT und schießen mit RT. Y drücken, um auf einen hervorgehobenen Gegner zu schießen. Aber ich kann nicht mehr reden. Jetzt kannst du dein Blasrohr ausprobieren. Schnell. Leise und effektiv, nicht? So, und was jetzt? Tötest du den jetzt? Okay. Wie viel Pfeil habe ich damit? 5. Presse halten. Komm. Hä? Wie kann ich ihn nicht treffen? Okay. Hast du den Tempel gesehen? Nein! Ei, frag mich, ob er voller Gold und Jade ist. Ozilesh! Deutsch Pachesh, die Gittel Unico mag Abendatschli. Muss er wohl, oder nicht? Hey, get out of the shrub! Meine Fresse. Wow, Junge. Der lebt immer noch. Was töten, bitte? Befreien. Danke, Captain. Kein Problem. Ich muss sie einfach nur Gefangene befreien. Geht auch nicht. Here, you cockhole!
Fresse halten mit Kalgon. So. Bin noch anonym. Junge. Hab Dank, aber keine Vergebung. Okay, dann muss ich hier lang. Muss jetzt schnell befreien, weil ich bin blöd. Okay. Pest und Cholera, wenn uns das nochmal passiert. Schlafwall, Schlafwall, Schlafwall. Pam. So. Einfach so im Kopf. Können wir jetzt auch töten. Schießt man wieder sehr kraftvoll. Ich weiß nicht, was der bringt, aber ich glaube, das wird Insta. Guck. After the Bastard! Der hat mir sehr kraftvoll abgekriegt. Der tut weh. Komm, 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 komm. Schlafwall. Schnell. Nein. Fresse halten. Ah, scheiße. Der war doch hier oben. Sie die Pest, dieser Sklaventreiber. Richtig. Okay, da oben ist ein Affe. Sieht aus, als wären Piraten hier. Ei, verbrüdern sich mit den Heiden. Da wird mir ganz schlecht. Le Axon, Jetele Akkinsacho. Ma. Bei Gott, warum machen die das? Können nicht unter Menschen leben, oder? Kein Kuss. Oh. Push him to the right, boys. Na, schnell. Hat er sich gerade selbst getötet? Vielleicht danke ich dir später. Wer schafft das wohl? Der hat sich, glaube ich, gerade selbst getötet. Gespascht. Ne, ich muss ja jetzt hoch oder was? So, oh, ne, hoi. Also, ich hab schon mal nicht helfen. Mist! Was für ein Schlamassel, hm? Warte. Er findet mich extra in Berserker voll. Was machen die dadurch eigentlich? Nein! Shit! Ja, verpiss dich! Shit! Das ist gar nicht so easy. So easy. So easy. Merke ich gerade. Okay. Der ist tot. Ah. Vorne kann auch mal eben kommen. Kann auch mal eben sterben. Bitte fall da nicht runter. Hast du den Tempel gesehen? Ziemlich groß. So. Ei. Frag mich, ob er voller Gold und Jade ist. Ozilesh. Totschpachesh, die Delgunico mag abetacili. Muss er wohl, oder nicht? Wo haben die Spanier es sonst her? Ich dachte, die graben danach. Kann man sehen. Tot. Du bist tot. Du willst ja die Fresse. Die beiden leben noch. Warte mal, ich hab da hinten einen vergessen. Ich hab da hinten noch welches vergessen. Einen. Go, 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 go.
Ne, noch nicht. Der ist es. Einfach mal hoch. Runter. Du bist hier, ne? Danke, Captain. Kein Problem. Wo war denn da? Wo ist denn da oben jemand? Warte mal. Pam. Gut, ist tot. Gut, ist auch tot. Die Soldaten kamen mit diesem Sklaven. Der ist auch tot. Okay, ich glaube, der ist tot. Ich habe noch keine Verluste, aber ich werde sowieso. Pest und Cholera, wenn uns das nochmal passiert. So. Na, wie geht's? Oh, der ist tot. Holen Sie die Pest dieses Knappen. So. So. Sieht aus, als wären Piraten hier. Ei, verbrüdern sich mit den Heiden. Da wird mir ganz schlecht. Le Axon, Jetele Akkinsacho. Ma. Vielleicht danke ich dir später. Ich schaff das wohl. Wenn die aufmerksam werden, dann sterben sie. Also darf ich bloß aufmerksam sein. So, Fresse halten. Puh, das war knapp. Mach mich los, du Memme. Und kämpfe wie ein Soldat. Nein. Nein, du Hund. Du Arsch, ey, du Arsch. Mann, dann lebt er von wenigstens noch. LOL! Der war tot! Ach ne, der wurde nur eingeschlafen. Okay. Da oben ist noch einer drauf. Nee. So. Kann ich den nicht irgendwie töten? Den? Nein. Bitte fall nach vorne. Ja! Ja! Geil! Haha! Den da vorne muss ich irgendwie töten. Moment, ich muss mal abtrinken. Man kriegt einen ganz trockenen Hals davon. Mist! Was für ein Schlamassel! Ja, ganz toll. Au! Eins, zwei. Eins, zwei. Und jetzt vielen Dank. Immer wieder nicht Freude. Hui, was ist denn jetzt los? Lol. Wer ist da? Siehst du diesen räudigen Hund? Ein Sklavenhändler namens Lawrence Prinz. Er lebt wie ein König auf Jamaika. Der Bastard ist seit Jahren ein Ziel. Verdammt, fast hatten wir ihn. Bei Gott, dein Orden ist ein fröhlicher Haufen. Gerunzelte Stirn und finstere Blicke. Captain Kenway, ihr habt besondere Talente. Danke, Freund. So bin ich halt. Ihr seid grob und arrogant.
stolziert herum in einer Uniform, die er nicht verdient. Alles ist erlaubt. Ist das nicht euer Motto? Ich spreche euch von euren Fehlern in Havanna frei, jedoch seid ihr nicht willkommen hier. Nett. Ich habe mich gerade befreit. Schade, Mann. Ich wünschte, es wäre nicht so. Okay. Auf jeden Fall speichere das hier. Und ich habe jetzt, glaube ich, die Mission fertig, oder nicht? Oder doch? Ich weiß es nicht. Ich bin aufgeregt. Lustigen Haufen Freunde hast du da. Du verdienst Strenge, Edward. Stolzierst herum wie einer von uns und bringst unserer Sache Schande. Und was ist das? Eure Sache? Einfach gesagt, wir töten Menschen. Templer und deren Kumpane. Sie wollen alle Reiche auf der Welt kontrollieren. Und alles im Namen von Frieden und Ordnung. Klingt wie Ducasses letzte Worte. Siehst du? Eigentlich geht es um Macht. Darum, Menschen zu beherrschen. Unsere Freiheit zu rauben. Noch eine Botschaft von einem deiner Freunde? Hi. Ich zeig's dir. Okay. Moment. So. Was muss ich jetzt hier? Kursmittel, okay. Assassinenauftrag, Assassinenauftrag, Assassinenauftrag. Was soll ich jetzt machen? Hä? Was soll ich jetzt machen? Ach, scheiße, ich hab die Berserkerpfeile gar nicht benutzt. Ich weiß, dass dich unser Credo nicht beeindruckt. Würde dich der Anblick von Geld etwas aufgeschlossener machen? Wie immer. Dann übernimm diese Aufträge in der Karibik für uns und wir bezahlen dich. So einfach ist das. Komm ganz davon wie ich hin, ne? Keine Entschuldigung. Oh, ich will dann nicht eine Xbox One haben, weil es gibt ja schon. Es ist ja schon vor kurzem, vor ich weiß nicht wie vielen Tagen, die Xbox One rausgekommen und ich würde so gerne Rise spielen. Keine Ahnung, warum ich das jetzt hier erwähne, aber ich würde so gerne spielen. Nein, ich gehe jetzt erstmal zur Mission. Ich werde mal John machen. Ich will mich hoch machen.